möchte ganz herzlich Hallo sagen. Hi, Roddy, grüß dich. Hallo. Wahnsinn. Also, du hast so coole Bilder gemacht in einer ganz wenig kurzen Zeit hier, als du hier in Genf warst. Ich möchte dich nochmal ganz herzlich bedanken. Mein Social Media Kanal erstrahlt neu, dank dir. Ja, danke schön. Ja, also für gute Bilder braucht es ja auch nicht unbedingt immer viel Zeit. Also natürlich ein bisschen Zeitrahmen schon, aber es ist nicht so, dass man jetzt, ist ja auch so meine Art, dass ich jetzt kein mobiles Studio habe oder irgendwas aufbaue. Das machen ja andere Fotografen, die dann irgendwie mit einem mobilen Studio rumreisen und dann ja für ein Bild, glaube ich, dann eine Stunde brauchen, um das perfekte Bild zu haben. Aber darum geht es heutzutage ja auch gar nicht und auch nicht im Social Media. Klar, man kann auch Selfies machen oder so, aber es ist natürlich schon was anderes, mit einem richtigen Fotografen zu arbeiten. Das hast du ja sicherlich auch gemerkt, ne? Dass dann halt auch einfach andere Bilder rauskommen, andere Ideen auch und ja, natürlich trotzdem andere Sachen entstehen, aber natürlich auch in einem 1-2 Stunden Shooting, ja, ganz viele verschiedene Bilder, Perspektiven und so weiter. Genau. Ja, und ich hatte mit jemandem, die wirklich sehr hohes LinkedIn, ja, Follower-Netzwerk hat, gesprochen. Und das war, eigentlich, es hat sich so ergeben, es war absolut unabhängig von unserem Treffen, Ronny, aber die hat einfach gesagt, wow, ich hatte ein Fotoshooting und nach dem Fotoshooting hat sich alles verändert. Also diese Bilder, die haben ihr so ein für ihr Produkt, ihre Dienstleistung so eine große Qualitätsanmutung gegeben, dass sie einerseits mehr Leichtigkeit hatte, einen Post zu schreiben, aber dann auch von den potenziellen Kunden einfach viel professioneller wahrgenommen wurde. Und ja, ich denke, das ist der große Mehrwert, den du geben kannst, Ronny. Ja, das ist natürlich das erste Thema und natürlich ein Thema, was halt auch immer wieder auftritt, ist halt so diese Sichtbarkeit, sich halt dann auch zeigen zu können oder zu wollen. Und das ist für viele definitiv auch noch ein Thema, weshalb die nicht so nach draußen gehen. Das ist ja auch dein Thema, mach einfach Lives von überall und so weiter und erzähl halt einfach und mach dir gar nicht so einen Plan. Aber das ist für viele ja ein Riesen, Problem tatsächlich, wenn ich ohne Plan irgendwas erzählen soll oder ein Live machen soll oder was posten soll oder was auch immer, dann sind das tatsächlich ein sehr oft ein Hindernisgrund, dass dann einfach dann nicht gemacht wird. Und dann wundert man sich, dass man halt nicht sichtbar ist, weil nur wenn ich selber sichtbar bin, dann kann ich auch meine Produkte oder meine Dienstleistung oder meine Kompetenz sichtbar machen. Das geht halt einfach nicht andersrum. Ich kann nicht sagen, hier, ich bin jetzt kompetent, kommt doch alle zu mir und dann passiert das alles von selber. Also man muss auch schon was dafür tun, für seine eigene Sichtbarkeit. Und je sichtbarer man ist, umso besser ja, macht man halt auch auf sich aufmerksam. Und mir geht es natürlich im Speziellen auch noch darum, authentisch sichtbar zu sein. Das heißt, einfach so sichtbar zu sein, wie man ist. Dass, wenn man die Person dann im reellen Leben treffen würde, ist ja so ein Thema, ne? Sich dann nicht denkt, oh, der ist jetzt komplett anders. Also, oder verhält sich halt komplett anders. Oder ja, in den Lives, gut, da kann man sich ja gar nicht so gut vorstellen, in Lives. Bei Bildern kann man sich ja noch besser vorstellen als vielleicht bei Lives, weil bei Lives nimmt man ja alles wahr, außer jemand hat natürlich sehr, sehr geübt. Und ist dann so ein halber Schauspieler in dem Live, aber darum geht es gar nicht, ne? Weil jetzt beim Film oder so, Schauspieler spielen ja komplett andere Rollen, aber das ist da auch gewollt. Und die haben auch lange dafür geübt, ne? Und stell dir vor, wie lange musst du üben, wenn du den Live machst und da irgendwas vorspielen willst. Das ist viel komplizierter, weil du eigentlich viel mehr üben müsstest, als wenn du eigentlich nur, oder ja, als wenn du einfach nur du selber bist, ne? Das ist so ein Riesenthema halt, ne? Wie viel Energie kostet mich es, mich zu verstellen und das aufrechtzuerhalten, ne? In Folge von, ich gehe halt mal über meinen Schatten und ja, gehe einfach mal live oder lass mich so ablichten, wie ich halt bin. Und muss halt dann keine Energie da reinstecken, mich zu verstellen. Ja, Genau. absolut. Und ich fand auch, also sogar für mich war das eine wirklich
fast eine Coaching-Session, muss ich sagen, weil da kommt so viel über einen selber auch raus, über uns alle, wo wir ja so selbstkritisch mit uns dann so sind und okay, ist das jetzt gut, wie will man erscheinen? Und dann natürlich auch, wie du also jetzt mich als Gegenüber wahrgenommen hast, das möchte ich dir einfach nur also so zurückgeben, das war einfach genial und hast da eine sehr, ja, eine sensitive Art einerseits, aber du lässt einen machen, aber du bringst da auch immer wieder Ideen ein. Also du fühlst wirklich den Moment und sagst, hey, stopp, jetzt können wir das machen. Und du hast echt also eine der besten Bilder, die so rausgekommen sind. Das war jetzt überhaupt nicht mein Plan. Das war einfach aus dem Moment entstanden, wo du gesagt hast, hey, das passt und versuch mal hier da drauf zu setzen. Und ich kann mich erinnern, wir haben uns auf ein Fahrrad, so einen Fahrradständer gesetzt und dann, oder ich und habe dann balanciert. Und es war jetzt so die erste Wahl, wenn es darum geht, so gerade meinen Live-Kurs zu bewerben. Also ganz herzlichen Dank, lieber Ronny. Ja, gerne. Also genau, also es geht halt darum, sich nicht so viel Pläne zu machen, ja, weil je mehr Pläne man macht, desto mehr kann halt schief gehen. Also schon natürlich so eine Richtung vorgeben, ne? Aber dann im Tun einfach wieder zu sagen, ja, ich lasse dann los und schau halt einfach mal, was passiert, das grobe Ziel haben wir. Ja? Das heißt, das Ziel ist ja dann, Social Media Content zu erstellen, aber wie der dann genau aussieht, das ist, glaube ich, einfach nicht vorhersehbar. Also ist auch für mich nicht vorhersehbar, tatsächlich, wie das dann halt aussieht am Ende. Ne? Ja, und absolut, also wir teilen da wirklich die gleiche Ansicht, die gleiche Perspektive, dass es das Schönste ist, wenn du dich reinfallen lassen kannst in den Moment und auch die Routine hast, um da authentisch zu sein und nicht die Energie dann verbrauchst, um dann irgendwas anderes spielen zu müssen. Und ich denke, das ist wertvoller denn je heutzutage. Und ja, auch wenn man seine eigene Marke verkörpert und seine eigene Personal Brand. Und da sind wir bei dem Thema. Es geht nämlich um eine Veranstaltung an diesem Wochenende, die Branding Days in München. Ab Freitag geht's los, das ganze Wochenende bis zum Sonntag. Und es geht grundsätzlich auch um das Thema: Du, wie kannst du deine authentische Marke sein? Und ja, ich lasse dir einfach mal ein bisschen den Raum, um zu erklären, um was es geht. Aber ich wollte nur mal sagen, also, was ich hier aufgeschrieben habe, 22 Stunden Input, 15 Experten, 9 Vorträge, 8 Workshops, mehrere Networking-Events, Kakaozeremonie und Ecstatic Dance abends, inklusive Essen und Getränke. Also hört sich mega groß an, me mega vielfältig, unterschiedliche ja, Perspektiven. Also, was geht genau ab bei dem Event oder oder sagen wir generell, was habt ihr euch als Veranstalter gedacht, weil du bist einer der Veranstalter von diesem Event? Ja, also wenn du natürlich sagst, 24 Stunden Input, ist es halt nicht der klassische Input, sondern es geht halt darum, tatsächlich, also wir machen ja auch keine Fotoshootings auf dem Event, weil da wurde ich auch schon mal gefragt, macht ihr jetzt Fotos? Nein, es geht ja eher um Arbeit dahinter. Also was sind denn die Hürden, um halt dann wirklich online sichtbar zu werden? Und deshalb machen wir halt schon Input, aber eher im Workshop-Charakter und im aktiven Dabeisein und nicht irgendwelche Speeches reden. Also machen wir auch, aber relativ kurz. Und jeder Partner, den wir da haben, halt, also wir haben halt viele Partner auch, jeder hat halt sein Spezialgebiet, wie du jetzt schon sagtest. Die Melanie, die macht ja ganz großes Thema auch Human Design, Analysen mit den Leuten und schaut halt, das sind halt immer nur kleine Speeches. Und lange Workshops, das heißt, es geht wirklich um praktische Wissensvermittlung und nicht theoretisches Zuhören. Und dann gehe ich nach 2 Tagen nach Hause und habe erstmal einen Blog mit 10 Seiten vollgeschrieben und will das dann irgendwie was so die übliche Zeit, in 70 Stunden umsetzen, die meisten Sachen. Und das funktioniert halt einfach nicht. Und deshalb haben wir einfach neuen Ansatz gesucht, ne? Wo wir mit jemandem arbeiten können. Und das ist halt erst diese innere Arbeit, eigentlich zu gucken, wo sind halt meine Blockaden, was hindert mich halt daran, einfach authentisch sichtbar,
zu werden oder dann am Ende zu sein. Also welche Blockaden hindern mich halt daran? Und die schauen wir, die halt aufzulösen an dem Wochenende, dass es danach wirklich ja in diese äußere Sichtbarkeit gehen kann, also von der inneren in die äußere Sichtbarkeit. Hammer, und das ist im Grunde genommen, was ja jeder gerade auch mit dem Thema Mindful Marketing so beschreibt oder wenn so alles jetzt gerade zusammenkommt. Und wir sind ja diejenigen, die das wirklich einerseits so umsetzen in unserem täglichen Arbeiten, aber dann andererseits ja diese spezielle Reflexion und dann auch das, ja gut, jetzt sage ich mal, die Verkörperung dann davon, dass man auch wirklich dann das spürt, was man so ein Stück weit auch ja, predigt, beziehungsweise dass man diese Impulse, die man bekommt, dann die Intuition, um die es ja auch geht, dann wirklich umsetzen kann und dann nicht gleich sagt, okay, es geht jetzt hier nur um Zahlen, Zahlen, Zahlen und ich sehe jetzt gerade kein Ergebnis oder so. Das ist dann ja auch wirklich der nächste Schritt und also ich freue mich riesig auf dieses Zusammenkommen an ja, den unterschiedlichsten, ja, was du auch gesagt hast, Experten, Expertinnen, die alle dazu was beitragen können. Was wirst du denn beitragen als Fotograf, als der Social Media Fotograf, Ronny? Naja, ich habe tatsächlich keinen längeren Workshop, sondern nur eine kleine Rede, aber mache das natürlich auch mit Melanie und Sven als Organisatoren zusammen. Und ich werde mich halt dann auch um die entsprechende Foto-Video-Dokumentation des Events kümmern. Und das ist das, was ich ja kann. Und das werde ich halt auch auf dem Event machen. Also wir werden keine extra Shootings machen mit den Teilnehmern. Weil dazu ist einfach nicht die Zeit da und das ist jetzt zumindest das Wochenende gerade nicht der Rahmen dazu, weil alles gleichzeitig zu machen, funktioniert natürlich dann auch nicht. Also deshalb sage ich ja erstmal diese innere Arbeit für die Sichtbarkeit und dann natürlich auch die Dokumentation, weil Dokumentation von dem, was ich tue oder was ich erlebe, das ist halt mindestens genauso wichtig wie vielleicht speziellen Content zu produzieren und einfach zu schauen, ja, was erlebe ich denn den ganzen Tag und wie zeige ich denn das halt in Social Media? Darum geht es ja auch. Und dafür halt auch ja, einerseits die Angst zu verlieren oder die Gewissheit zu haben, dass es halt cool ist, das zu zeigen, was ich halt erlebe, weil am Ende ist es das ja auch meine Kompetenz, die das dann ausstrahlt. Wenn ich das zeige, was ich tue den ganzen Tag und wie ich das tue. Und so ziehe ich halt dann auch die Menschen an, die halt mit mir arbeiten wollen, ne? Ohne dass ich mich halt verstelle, nur weil ich mich wegen jemanden verstelle, sondern ich arbeite halt so, wie ich arbeite. Und wenn jemand das nicht passt, der bucht mich halt dann einfach nicht, weil es geht ja nicht darum, sich halt zu verstellen mit seiner Arbeit auch, also mit seinem Sein und mit seiner Arbeit. Und dann kommen halt die Leute, die das genau schätzen, die Kompetenz, die du selber hast, ja, deine Stärken und vielleicht auch deine Schwächen, wie auch immer. Aber primär kommen sie natürlich wegen deinen Stärken dann zu dir, deine Kompetenz, die du halt in einem gewissen Bereich hast. Und das ist einfach so die Intention unseres Events. Ja, und ich denke auch, was du sagst mit den Kompetenzen, klar, jeder hat jetzt sein spezielles Fachthema, aber es ist schon hilfreich zu wissen, da kommt jemand auch aus der gleichen Denkrichtung und weiß auch irgendwo, was man damit anfangen kann und ist jetzt nicht überrascht, wenn es darum geht, okay, man kann jetzt auch ein Stück weit anders rangehen an die Sache. Und also das finde ich jetzt auch eine sehr spannende. Ja, sehr spannende Vorteile an diesem Event, was ihr machen werdet. Und ja, also ich sag mal, was ich jetzt lese in dem, ist also immer der Punkt, also werde eigentlich zum Leuchtturm von deiner eigenen Marke, find erstmal auch raus, was dich so wirklich stark macht. Und dann kannst du loslegen, anstelle dass du dich jetzt so verzettelst in unterschiedliche Richtungen, die dir dann vielleicht nicht so den Durchbruch geben. Wie war das für dich? Also, ich meine, du bist ja als Social Media Fotograf, ist ja ein ziemlich weites
ziemlich weites Profil, sage ich mal. Und normalerweise sagt man ja immer, du musst jetzt ganz spitz sein. Wie war das für dich? Also, wie hast du dann gesagt, okay, ich bin Social Media Fotograf, würde ich jetzt mal sagen, Vordenker aller Art? Ja, also zum Thema des Namens habe ich natürlich überlegt, ja, für was wird denn Content produziert eigentlich? Am Ende ist es ja zu, wenn es jetzt nicht gerade eine private Hochzeit, Feier oder keine Ahnung, Baby- oder Partyfotos sind, nutze ich es ja für mein Business. Und Business heißt Social Media. Und ich sehe auch eine Website als soziales Medium an halt. Und selbst eine Printanzeige ist ja am Ende ein Medium, was anderen Menschen ausgespielt wird, um auf sich aufmerksam zu machen. Und das eine ist halt moderner, weil es halt digital ist, das andere ist halt vielleicht altmodischer, aber alle sind halt total wichtig und ohne das geht es halt nicht. Und klar, am Ende ist jetzt die Anführungsstrichen Zielgruppe ja jeder, der halt ein Business hat. Also schon ist schon so, dass ich mehr also Einzelpersonen oder Betreuer als jetzt riesengroße Unternehmen, aber die brauchen da das am Ende natürlich auch. Also die müssen auch ihre Social Media Kanäle bespielen mit den Inhalten. Am Ende ist es für jeden total relevant und ich habe halt einfach auch in einer Zielgruppe dann einfach auch angefangen. Das heißt ja nicht, wenn ich den Namen habe, dass ich dann nicht auch in einer Zielgruppe zum Beispiel anfangen kann. Na, und da kann ich mir halt dann einen Namen machen und kann dann von da aus weiter nach draußen oder weiter in die Allgemeinheit gehen und ziehe natürlich dadurch auch immer andere wieder mehr Kunden an, weil ich ja auch mein Portfolio zum Beispiel selber erweitere. Also ich mache auch schon lange Fotos und auch Videos. Das heißt, auch auf meinen Shootings mache ich halt Fotos und sogar Videoaufnahmen. Hast du ja, ich weiß gar nicht, ob du deine schon bekommen hast, weiß ich gar nicht. Nee. Kann Wow, klingt nach sein, Videos. dass du Hammer. die noch nicht bekommen hast, aber ich Nee. habe ja also kommt drauf an halt, ne? Manchmal mehr, manchmal weniger. Am Ende ist ja immer die Frage, was braucht der Kunde für seine Arbeit, ne? Kann der damit arbeiten? Braucht er das? Und da bin ich am Ende ja, sehe ich mich trotzdem so in dieser Kombination als Dienstleister und aber auch als Künstler, ne? Und halt beiden Aspekten gerecht zu werden. Also, dass der Kunde mir auf dem Shooting oder bei der Produktion den Raum gibt, die künstlerische Fähigkeiten auszuspielen. Und natürlich auch zu gucken, was wird denn gebraucht und nicht irgendwas komplett anderes zu machen, was am Ende gar nicht gebraucht wird, weil das ist dann ja auch am Ziel dann vorbei. Und diese Balance dann halt zu schaffen von kreativem Freiraum zu, was brauche ich am Ende. Aber wenn ich natürlich genau weiß, ich meine, in großen Unternehmen, du machst halt Storyboards, du machst genaue Pläne, was am Ende rauskommen soll, aber das macht ja auch nicht der Kunde, das macht eine Agentur, die sich da auch Gedanken macht, ne? Und das hat man halt meistens jetzt bei kleineren Unternehmen oder bei Einzelpersonen hast du es meistens nicht, die dann eine ganze Werbeagentur dahinter haben oder eine ganze Marketingagentur, sondern da ist halt auch viel mehr Verantwortung am Ende beim Content Producer, der das mit kreiert. Und wo man dann halt auf Augenhöhe sich befindet und sagt, ja, was wollen wir denn halt Cooles machen, was dir am meisten weiterhilft und in kurzer Zeit vielleicht auch dann, ne? Ja, Genau. und ich fühle mich jetzt auch ein bisschen zurückerinnert an meine Zeit vor 15 Jahren im Brandmanagement von großer Schokoladenfirma, wo man dann halt einfach so sagt, ja gut, okay, jetzt paar Tausend für was, paar Hunderttausend für eine Facebook, für eine, wie heißt es nochmal, eine, also erstmal muss man einen Test machen, einen Markttest, man muss jetzt Produkte reinbringen in die Regale von der Tankstelle. Dann ist der nächste Punkt, dass man sagt, Fokusgruppe, das meine ich. Also wir müssen jetzt wissen, was denken die Leute. Und ich habe mir eigentlich immer schon gedacht, mei, oh mei, also jetzt, wir sind ja auch in Bayern, ja Leute, also mei, oh mei, warum muss man jetzt da eigentlich so viel reinmachen, um nur eine Gewissheit zu haben, dass man manchmal den Adventskalender oder die Osterverpackung jetzt nicht will, beziehungsweise auch manchmal auch
dass man nicht sagen kann, okay, die Leute wissen vielleicht noch gar nicht, was sie wollen und das ist einfach ein geiles Produkt und let's go. Und klar, wird jetzt jemand sagen, in einer großen Struktur, in einem großen Organisationskonzern, so, ja, das können wir uns nicht leisten. Wir können uns nicht leisten, einen Fehler zu machen. Aber ich würde andersrum auch sagen, kann man heute eigentlich so weitermachen wie bisher? Also ich meine, wir sind jetzt alle aus einer, ja, entscheidenden Zeit raus. Es geht aber nicht mehr so wie bisher. Man merkt, es ist irgendwo, alle wollen ein Stück weit back to normal gehen, aber es ist nicht mehr so. Und man darf schon jetzt nochmal reinhören und überlegen, okay, was funktioniert das eigentlich jetzt, auch, sag ich jetzt mal, Dinge zu machen, jetzt auch im Marketing, wo man weiß, okay, im Grunde genommen, das ist viel, viel verbraucht, aber die Leute nehmen es nicht an und die suchen was ganz anderes. Und da finde ich, den Punkt Intuition reinzubringen, auch erstmal als Manager, denke ich mir, das ist sowas Wichtiges, dass man erstmal selber auch weiß, in seinem Team, in seinem Arbeiten, wie komme ich eigentlich da auch wieder auf ein Energielevel, was gesund ist und was ausgeglichen ist. Und also von daher weiß ich jetzt nicht, wie viele Plätze es noch gibt für die Branding Days in München im Smart Village. Aber ich sage mal so, wenn man jetzt nichts vorhat, nächstes Wochenende, beziehungsweise jetzt wirklich eine coole Inspiration sucht und immer schon mal wissen wollte, was die Kakaozeremonie ist und dass es nichts mit Nesquik zu tun hat, dann würde ich sagen, dann scannt mal diesen QR-Code und diese Adresse hier, brandingdays.de, weil ich glaube, es gibt noch Tickets, richtig? Ja, auf jeden Fall. Also die Location ist groß genug. Das heißt, wir bringen jeden unter, der da ist. Also es gibt keine Verknappung von Tickets. Das ist halt nicht so unser Marketinginstrument. Also ich sage, es ist genug da für alle. Wir haben eine riesengroße Location, wo wir halt einen Raum haben. Aber die ist halt auch sehr, sehr schön und sehr offen. Also es ist halt nicht so ein üblicher vielleicht Hotelraum, sondern wir haben da halt auch ein entsprechendes Ambiente gewählt, wo man sich halt auch so wohlfühlen und ausbreiten kann. Genau. Okay, ja. Und ja, also im Grunde genommen, wie kann man es sich vorstellen, wenn man jetzt ankommt? Also ist es so eine Art, also feste Kongress, also man muss, wie man sich das so vorstellt, man geht dann in einen Raum und dann findet da was statt und einen anderen Raum und muss dann sich dann so rumstressen. Wie habt ihr das geplant? Also ich sag mal, also ihr seid ja mehr als 10 Organisatoren letztendlich von dem ganzen Event. Wie wird es ungefähr ausschauen? Ja, am Freitag ab 18 Uhr ist Anreise, dann haben wir Freitagabend ein Networking, 2-3 Stunden ungefähr, da wo wir so ein paar Games planen und kennenlernen. Und dann gibt es schon einen Plan für die 2 Tage einfach immer Speech und Workshop. Und der ist halt alles zusammen einen Raum. Also es gibt kein Angebot, wo jeder was anderes macht, das nicht. Ne? Es sind halt schon alle an einem Platz, aber es wird halt dann ein entspannter Flow sein. Klar, es wird halt einfach die Zeiten, muss es schon geben, dass es dann auch einfach abhandelbar ist. Ne? Aber jeder plant halt seinen Workshop individuell und es wird auf jeden Fall auch immer genug Pausenzeiten geben für die verschiedenen Sachen, weil es kann definitiv sein, dass halt ne, das eine oder andere intensiver wird, weil viele ja noch Sachen gar nicht gemacht haben, die sie vielleicht auch gar nicht kennen. Und dann weiß man halt auch nicht, wie reagieren dann halt Menschen. Und dann lässt man halt natürlich den Raum auch noch offen, da ein bisschen flexibel zu sein. Also es ist echt ein Angebot. Wahnsinn. Also ich denke, alles, was ihr da bietet, in so kurzer, also sage ich mal, auch die Möglichkeit mal reinzufinden, ist doch cool. Also ich glaube, die meisten haben jetzt davon jetzt vielleicht schon gehört und so, aber noch nicht so richtig den Zugang dafür gefunden. Und damit habt ihr auch einfach eine unverbindliche Möglichkeit, mal anzuschauen und zu schauen, inwieweit das jetzt so spricht. Und ich finde, also von daher machen wir mal, öffnen wir auch die Fragen hier. Wenn ihr jetzt das anschaut, also jetzt live beziehungsweise auf Replay, dann stellt natürlich gerne die Frage und der Ronny ist dabei, dann natürlich das zu beantworten. Ja. Und da hast du gerade gesagt, Ronny, da gibt es ein Networking-Event. Was ist davon zu halten? Und das ist so ein bisschen für alle, die jetzt sich überlegen, ob sie kommen wollen würden, aber vielleicht noch nicht so ganz entschlossen sind.
Erzähl mal erst darüber noch, bitte. Genau, was wir auf jeden Fall machen, dass wir alle auch zum Networking-Event Freitagabend einladen. Wie gesagt, ab 18 Uhr ist Anreise und das Networking, das wird dann richtig geleitet von der lieben Karina, die wirklich auch verschiedene Networking-Games macht, wo sich die Leute halt untereinander kennenlernen, auch ihre Business-Cards natürlich austauschen, über ihr Business sprechen. Und das ist so der Start für den Freitagabend. Und da laden wir gerne alle ein, die zum Beispiel jetzt nur am Freitagabend kommen möchten, sind da auf jeden Fall auch herzlich eingeladen, einfach den Abend mit uns zu verbringen. Genau. Okay, also das ist dann also die Möglichkeit, Moment, das muss ich nochmal schnell zurück. Also das ist dann die Möglichkeit, dass du wirklich so unverbindlich reinkommen kannst als Teilnehmer, jetzt auch wenn du noch nicht das ganze Wochenende dich committen möchtest. Genau, und dann halt noch entscheiden können, will ich denn da noch kurzfristig am Wochenende auch dabei sein, ne? Weil natürlich alle Partner von uns da sind, wir über die Sachen nochmal sprechen können, was wir auch am Wochenende alles erleben werden und ja, was es halt dafür Transformationen geben wird bei dem einen oder anderen. Genau. Ja, ich habe eine Frage von Theresia. Ist das Event auch geeignet für Angestellte? Was meinst du dazu? Ja, natürlich, weil am Ende ist es ja ein Entwicklungsevent, also ein persönliches Entwicklungsevent für dich persönlich. Und natürlich wirst du auch wenn du an Anführungsstrichen nur angestellt bist, wirst du halt für dich auch sehr viel mitnehmen, auch im Bezug auf dein, weil ich glaube, jemand hatte das ganz cool gesagt. Am Ende ist es ja cool, wenn ein Unternehmen nicht nur Angestellte hat, also es wird Angestellte, sondern halt man auch in einem Unternehmen angestellt ist, was man einfach auch mit so einer Motivation vorantreiben möchte, dass es halt auch am Ende, dass man auch Unternehmer in einem Angestelltenjob ist, weil am Ende geht es ja darum, mit welcher Motivation mache ich was? Also bin ich jetzt angestellt nur wirklich, um das Geld von dem Job zu bekommen, der mir keinen Spaß macht? Oder bin ich in einem Job angestellt, weil ich halt das Unternehmen toll finde, weil ich da motiviert bin, was ich halt, dass ich auch da selber halt ganz viel Energie und Kraft aus dem Job herausziehe, weil ich sag mal, egal ob selbstständig oder angestellt, der Job nimmt halt einen Großteil der Lebenszeit auch ein. Und wenn man dann einfach da auch glücklich ist, das macht, was man liebt, mit einer gewissen Power rausgeht, wird einen das halt auch, ne, für sein privates Umfeld einfach viele positive Aspekte eröffnen. Und daher auf jeden Fall ein Ja, es ist auch auf jeden Fall sehr geeignet für Angestellte. Vielen Dank, Ronny, und auch vielen Dank an Theresia für die Frage. Super Frage. Und ich denke auch, ja, wir können uns auch nicht mehr leisten, jetzt nur angestellt zu sein, sondern wir sind eigentlich die Leader in unserem Leben und die Leader in unserer Arbeit. Und auch wenn wir die Verantwortung haben in unserer Arbeit, sind wir ja auch diejenigen, die für unsere, ja, für unsere Mitarbeiter, für unsere Kollegen auch den Raum geben. Und wenn wir da überzeugt sind, wenn wir da eine Vision haben und eine Leitlinie, ja, dann ist es doch super wichtig, dass wir vorangehen können und dann einerseits was für unser Leben machen, aber auch für das, für die Gemeinschaft im Ganzen, ja. Also wir sind alle miteinander verbunden und wollen alle, dass es positiv vorangeht. Ja, also warum dann auch nicht mit einer, ja, sag ich jetzt mal, neuen Vision und da sich auch gegenseitig ein Stück weit so ein Stück weit empowern, dass wir da auch vorangehen können. Denn Ronny, du, das muss ich ja schon sagen, du bist ja jemand, der ist zusammen, deshalb habe ich es am Anfang auch gespielt, den Song Pretty People. Es ist also kein besonders bekannter Song, aber mich hat einfach der Name gleich sofort mit an dich erinnert und habe mir gedacht, klar, okay, also du bist zusammen mit Leuten, die wirklich erstmal engagiert sind in ihrer Arbeit, die auch erfolgreich sind in ihrer Arbeit mit hoher Energie, dann natürlich auch ja, Energie ausstrahlen, aber dann jetzt auch mega erfolgreich sind, wie zum Beispiel Dr. Joe Dispenza, der derzeitige Mindset und Meditations ja, Sprecher weltweit, der von einer großen Bühne zur anderen unterwegs ist und ja, also Millionen Tagesgagen hat. Also da
Was nimmst du da wahr? Also wenn du jetzt diese, sag ich jetzt, Coaches oder ja, Personal Development Spezialisten, Gurus, ich weiß nicht, wie man sagen kann, wahr, also siehst so, was ist da gerade am sich verändern? Du nimmst es natürlich einerseits wahr als Fotograf, als professioneller Fotograf, der diese Bilder einfängt, aber in Form von Energie, was kommt da gerade auf uns zu? Naja, gut, was jetzt in Zukunft passieren wird, ich bin ja nun kein Hellseher, aber ja, es braucht halt diese Veränderung natürlich von Menschen, tatsächlich, die, ja, ich würde es mal allgemein sagen, vielleicht mehr in die Selbstverantwortung gehen, weil es geht halt darum, dass halt im Außen, also entweder gehst du halt in deine Selbstverantwortung, auch bei einem Angestellten, auch, ne, deshalb ist das gar nicht so relevant, ob jemand angestellt ist oder was anderes, ne? Aber wenn ich halt in der Selbstverantwortung bin, kann ich mich halt nicht mehr so von außen, oder lass mich halt dann nicht mehr von den äußeren Faktoren beeinflussen, die ich halt nicht steuern kann. Weil das ist ja ein großes Thema, dass ja in der normalen Berichterstattung, Nachrichten, Medien, du wirst ja, also es gibt halt so viele Sachen, die von draußen auf dich strudeln. Wenn du dich damit komplett beschäftigen würdest, dann wärst du 24 Stunden damit beschäftigt, die Informationen aufzunehmen. Und darum geht es einfach, dass du einfach wieder in die Selbstverantwortung gehst und einfach auch mit deiner Lebenszeit, Arbeitszeit, mit deiner kompletten Zeit sinnvolle Sachen machst. Weil nur konsumieren, also nur Nachrichten von anderen konsumieren, wie gut und schlecht es doch gerade irgendwo geht, und sich darüber aufzuregen, das ist halt so ein Riesenthema, aber das kostet halt dann so viel Energie und am Ende hindert dich das daran, selber was zu erschaffen und zu bewirken, weil du halt ständig, ja, also ständig halt, ja, beeinflusst wirst oder auch aufgehalten wirst, würde ich sogar sagen, dein eigenes Ding zu machen. Und darum geht es einfach wieder, ne, sind wir auch wieder bei unserem Event, ne, erst im Innen, in diese innere Sicherheit und Stabilität zu kommen, zu sagen, egal was im Außen passiert, ich mache halt mein Ding und das ist das Allerwichtigste, weil sonst wirst du halt irgendwann verrückt. Ja? Wenn du immer so nur auf das Außen reagierst, dann explodiert dein Kopf, glaube ich, irgendwann. Deshalb ja, höre ich auch schon gar nicht mehr so viele Sachen von draußen und wir gucken auch nicht so, was jetzt andere machen, weil darum geht es auch gar nicht. Am Ende geht es ja darum, eine eigene Vision für dich zu entwickeln und der dann auch zu folgen und die umzusetzen. Und genau darum geht es auch. Ne? Wow, also ja, vielleicht werden wir noch mal drüber sprechen in dieser Woche. Also auf jeden Fall, der Verkauf läuft und für alle, die sich noch schnell entschlossen zum Branding Days Event bewegen möchten, da ist also hier noch mal die Adresse eingeblendet: www.brandingdays.de von 31.03., also vom Freitag bis zum Sonntag, 2. April ist es, im Smart Village in München. Und ja, also wenn du jetzt nichts zu schreiben dabei hast, dann kannst du auf jeden Fall den Screen abfotografieren, weil du hast dann hier den QR-Code hier unten. So rum, hier genau bei mir. Und ja, was gibt's noch zu sagen, Ronny, für den Moment? Ja, das war's eigentlich, weil wie gesagt, ist ja nicht mehr so lange. Das heißt, kommt einfach gern selber oder empfiehlt's an Freunden, wo ihr denkt, ah, das könnte was für die Person sein. Und ich kann auf jeden Fall versprechen, dass es sehr, sehr intensiv und transformativ, werden wird. Und ja, wir wissen auch noch nicht selber, was danach alles passiert. Da lassen wir uns dann überraschen. Ja, also was man auch nicht weiß, weil also jetzt bin ich ja Wahlschweizer, aber davor war ich Wahlbayer. Und jetzt sage ich einfach mal einen Aufruf an alle da draußen in Regensburg, in Ingolstadt oder in Rosenheim rund um München oder in München. Da schaut es euch einfach mal vorbei, wenigstens zum Networking. Das gibt einen riesen Gaudi. Und ich denke, es ist mega cool, wer da alles dabei sein wird. Und schon mal, wenn man Ronny fragen möchte, wie denn Dr. Joe Dispenza so live ist, wenn man ihm ganz nahe ist, lohnt sich das auf jeden Fall schon. Ja, und danke dir auf jeden Fall nochmal fürs Interview und deine Zeit. Und ich freue mich, wenn wir uns auch wiedersehen, vielleicht auch auf unserem Event. Ja, ich hoffe auch. Vielleicht. Mal gucken, dass es alles passt. Vielen Dank, Ronny. Und ja, bis bald und jetzt auch einen guten Start in die neue Woche.
Danke dir. Tschüss.